Guten Morgen. Ich kann mich gleich entschuldigen, ich höre mich ein bisschen so an, als hätte ich die Konferenzrichtlinien für 3 Tage nicht befolgt und mich am ersten Abend hergerichtet, aber das hat nichts mit der Bar zu tun. Ja, guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Zu unserer Monitoring-Konferenz wieder dieses Jahr. Ich möchte Sie auch gar nicht besonders lange aufhalten, aber ich möchte mich so ein bisschen auch als Prellbock herhalten, damit auch wirklich der erste Vortrag, damit den keiner verpasst. Also wenn mich jemand jetzt verpasst, ist nicht so schlimm, aber spätestens die ersten beiden Speaker, die dann um halb anfangen, dass die ihre volle Aufmerksamkeit bekommen. Oh je. Also a very warm welcome to our international guests from Italy, Sweden, Norway. Talking about Sweden, we have to discuss some later on. So Michael Madden and Andreas Eriksson, we have to talk for an hour after this welcome slides. Auch vielen Dank an die Sponsoren, die uns unterstützen jedes Jahr, Linux Magazin, Admin Magazin, auch die Kollegen von Thomas Grendi in ihrer Hardware-Ecke, auch die ganze Konferenz über da sind, auch mit Monitoring-Hardware. Also an euch, ich sage jetzt auch euch, weil wir kennen uns ja alle seit vielen Jahren, vielen Dank, dass ihr uns da immer treu unterstützt. Des weiteren Referenten, wir haben, ich glaube, wieder ein sehr, sehr gutes, bunt gemischtes Programm von vielen Referenten. Freue mich, dass auch Nagios offiziell wieder dabei ist, auch ganz klar an den Andreas, den wir im Sommer getroffen haben, gesagt, kommst du wieder, war nach einiger Jahren Abstinenz. Auch Nagios wieder Neuigkeiten zum Projekt vorstellt, dass da was Neues gibt, freut mich ganz besonders. Auch schon gab von Schinken und viele anderen, die teilweise neu sind, teilweise auch schon mal einen Vortrag gehalten haben. Also wie immer an euch, vielen Dank, ihr macht das Programm einfach aus und das ist ganz, ganz wichtig für uns. Vielleicht noch mal ein Hinweis, wir haben dieses Mal das erste Jahr mal probiert, die Vorträge so ein bisschen nach Kunden-Case-Studies, Projects, Add-ons und Best Practices einzuteilen. Ich hoffe, dass sich jeder, der einen Vortrag hält, irgendwo da wohlfühlt und sagt, ja, ungefähr, das passt. Ansonsten kann man es natürlich auf der Website auch noch kurzfristig ändern. Wichtig ist, wir haben noch ein PDF, auch zum Download, falls jemand sagt, Papierunterlagen will ich eigentlich nicht so, gibt es das da. Und es gibt auch ein iCal-Feed. Also wenn das jemand auf so Android, iPhone haben will, die ganzen Termine, dann gibt es den auch da unten. Der Link ist so lang, dass es ihn vorzustellen, ich denke, nicht lohnt. Dann wollen wir twittern, unbedingt. Also wir machen es auf jeden Fall. Falls jemand also twittert, wäre es toll, wenn er das auch macht mit dem Hashtag. Falls jemand sagt, was soll das, dann lässt das am besten. Wichtig, 19 Uhr abends laufen wir zur Abendveranstaltung. Der eine oder andere wird sagen, ja, habe ich gelesen, steht in den Unterlagen, aber es gibt doch einen Streuverlust von 10%. Um 18.30 Uhr, wann treffen wir uns wo und wo laufen wir hin? Also um 19 Uhr treffen wir uns an der Lobby, dann laufen wir gemeinsam. Für alle, die letztes Jahr da waren, das ist ungefähr dieselbe Schlagdistanz, vielleicht noch 300, 400 Meter mehr. Wenn jemand gesundheitlich, wie auch immer, nicht kann, dann können wir ein Taxi organisieren. Ansonsten sind wir der Meinung, dass das mit Wetter und so, das schaffen wir alle, uns da in einer Reihe irgendwie fortzubewegen. Und wir sind auch so viele Leute, dass man die Kette quasi nicht verlieren kann. An der Stelle auch ganz wichtig, die Schilder mitzunehmen. Denn da gibt es natürlich entsprechend, ja, sage ich mal, eine Einlasskontrolle, weil Nürnberg hat ja 500.000 Einwohner, die wollen wir nicht alle verköstigen heute Abend. Also das bitte mitnehmen. Wo wir hingehen, ist heute Abend mal ein bisschen rustikaler. Wir haben in den letzten Jahren immer verschiedene Lokationen ausprobiert. Ich hoffe, dass sich der ein oder andere in dem Bild links wiederfindet und das von zu Hause kennt. Das hoffe ich, wird ganz schön werden. Es wird eher zünftig bayerisch. Und für alle, die dann, ich sage jetzt mal, sich ein bisschen besser halten, die können dann abend noch eine Lokation gegenüber ausprobieren. Da gibt es dann auch nochmal Cocktails. Also es sollte dafür gesorgt sein, dass jeder fit ist. Ganz wichtig, Feedbackbogen. Das ist uns total wichtig, dass wir das Feedback bekommen, weil wir uns jedes Jahr überlegen, was können wir besser machen, was können wir anders machen. Es gibt ein paar Dinge, die kann man schwer ändern. Also wir haben jedes Jahr auf dem Feedbackbogen einen, der sagt Musik zu leise und wir haben einen anderen Feedbackbogen, steht Musik zu laut. Das ist ein bisschen so eine Pattsituation. Ne? Da könnte man dann eigentlich nur noch ausschalten, das wäre das Einzige. Also es gibt Dinge, die sind schwer zu verbessern, aber es gibt viele, da können wir es. Aber da wollen wir einfach ihr Feedback haben. Das unbedingt. Und wenn wir gutes Feedback kriegen, da freuen wir uns auch, dann sind wir natürlich auch happy. Aber Feedback unbedingt. Ansonsten möchte ich mich noch bedanken bei Eva und Markus, ganz speziell. Die sind seit einem halben Jahr jetzt quasi an Arbeit für die Konferenz. Wir haben ja dieses Jahr jetzt noch am Freitag noch eine Konferenz, an denen ja auch einige noch teilnehmen, das Puppet Camp, das sind auch fast 140 Leute. Danach ist Wochenende
Und jetzt geht es aber quasi schon los mit OSDC. Das heißt, auch da suchen wir jetzt Call for Papers. Für April sind wir wieder dran. Und die beiden machen einen super Job. Und deswegen auch vielen Dank an euch beide. Ansonsten, wie die Österreicher das so machen, geht's jetzt los. Naja, wem sagst du es? Verleiht Flügel. Also ich wünsche zwei wunderschöne Tage. Nochmals danke fürs Kommen. Jetzt ist nochmal Zeit, einen Kaffee sich zu holen. Wir haben quasi noch gut 5 Minuten, bis Andreas hier startet. Und im anderen Daumen dann ebenfalls. Schöne Konferenz. Vielen Dank und schönen Tag.